Der Petersdom ist die größte der Papstbasiliken in Rom und das Zentrum des unabhängigen Staates der Vatikanstadt. Der Dom fasst 20.000 Menschen und ist mit einer überbauten Fläche von 15.000 Quadratmetern eines der größten Kirchengebäude der Welt. Den Vorgängerbau, auch Alt St. Peter genannt, ließ Konstantin der Große um 324 als Grabeskirche über dem vermuteten Grab des Apostels Simon Petrus errichten, dem sie geweiht ist. Im sehr weitläufig gestalteten Petersdom gibt es viele Stellen der Andacht, wofür die Pilgergruppen auch in verschiedenen Sprachen Gottesdienste abgehalten werden. Die Petrusstatue befindet sich im Hauptschiff. Ihr rechter Fuß ist bereits stark abgeflacht, denn die Berührung des Fußes soll Segen bringen. Direkt unterhalb der Kuppel des Petersdomes befindet sich der Papstaltar mit einem Bronzebaldachin, der 1624 bis 1633 entstand. Darunter liegt die Confessio, gemäß einer Überlieferung das Grab des heiligen Petrus.